Wie bilde ich einen Sammelbrutableger? Wofür ist er gut? Und warum verwenden wir fast zu 100% diese Variante der Ablegerbildung bei uns in der Imkerei? Darum soll es heute in diesem Video gehen. Aber erstmal hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder da seid an einem, ja, ich sag mal, windigen Maitag. Wir haben jetzt Mai. Die Zeit der Schwärme geht los. Die natürliche Vermehrung eines Bienenvolks. Der Imker kontrolliert jetzt alle 7 Tage seine Völker auf Schwarmzellen, auf Schwarmtrieb, in der Hoffnung, dass seine Bienenvölker ihn nicht abschwärmen. Die Brutnester werden immer größer. Die Königin legt bis zu 2000 Eier pro Tag in den einzelnen Brutwaben hinein. Das ist für uns die Zeit für die Bildung des Sammelbrutablegers. Ich möchte euch heute in diesem Video zeigen, wie wir das machen, worauf wir achten bei der Bildung eines Sammelbrutablegers, was in diesen Sammelbrutableger alles reinkommt, außer Brutwaben natürlich. Einmal im Vorwege, dieser Sammelbrutableger ist geeignet für Imkereien, sage ich jetzt mal, oder für Imker ab 5 Völkern. Vor, sage ich jetzt mal, macht es keinen Sinn, einen Sammelbrutableger zu erstellen. Je nachdem, was ihr für ein Wabenmaß habt, könnt ihr bei euch in eurer Imkerei euer Wabenmaß verwenden. Da gibt es kein spezielles Wabenmaß. Wir haben ja Zander und Deutsch Normal in einer Frankenbeute und im Sägeberger Format. Der Sammelbrutableger. Wofür verwenden wir ihn? Wir verwenden ihn, um eine integrierte Königinzucht zu machen. Das heißt, im Endeffekt ziehen wir uns aus jedem einzelnen Volk verschiedenste Brutwaben, setzen die in den Sammelbrutableger und machen damit unsere Königinzucht. Ich hatte letztes Jahr schon mal 1-2 Videos über die Königinzucht oder die Königinvermehrung gemacht. Schaut gerne mal bei uns in der Liste Imker mit Bienenliebe unten rein. Das dürfen so die ersten Videos sein, wo wir die Königinzucht gefilmt haben. Ich kann es auch gerne hier oben irgendwo einmal verlinken, wenn ihr das möchtet. Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare, ob ihr vielleicht auch dieses Jahr nochmal Interesse daran habt. Durch das Schröpfen der einzelnen Völker, durch die Entnahme von einzelnen Brutwaben, von mehreren Brutwaben aus den Völkern, dämpft die Schwarmstimmung in den Bienenvölkern. Durch die Zugabe von neuen Rähmchen, die die Bienenvölker ausbauen können, dämpft auch den Schwarmtrieb. Ich vergleiche das immer so ein bisschen wie mit kleinen Kindern, sage ich jetzt mal. Wenn die Bienen nichts mehr zu bauen haben, wird ihnen langweilig und dann fangen sie das Schwärmen an. Natürlich wird jetzt der eine oder andere sagen, ja, Brutwaben können nicht schwärmen, das ist richtig. Aber ich entnehme dem Bienenvolk ja nicht nur die Brutwaben, sondern auch die ansitzenden Bienen. Wichtig dabei ist, dass man bei der Auswahl der Brutwaben darauf achtet, dass die Brutwaben verdeckelt sind, dass sie vielleicht noch einen kleinen Futterkranz haben und dass natürlich auch die Königin nicht drauf ist auf den Brutwaben. Das ist ganz wichtig, weil sonst habt ihr einen Königinableger gebildet, einen großen Ableger gebildet, aber keinen Sammelbrutableger gebildet. Dann ist in diesem Volk auf einmal keine Königin mehr drin, sondern in dem Sammelbrutableger. Wir verwenden, aber das sagte ich ja eben schon, unser Beutensystem, was wir in der Imkerei haben, und setzen da dann die einzelnen Brutwaben rein. Der Vorteil eines Sammelbrutablegers ist natürlich auch noch, möchte man nicht so viele Völker auf einmal vermehren, sondern nur 1 oder 2 Völker vermehren, kann man natürlich auch diesen gesamten Sammelbrutableger sich einfach eine Königin nachziehen lassen. Der Vorteil ist natürlich, bei 9 oder mehr Waben mit einer integrierten Nachzucht von einer Königin, dass man in diesem Jahr noch mal ein starkes Wirtschaftsvolk hat. Man kann vielleicht im Sommer noch mal einen Honigraum aufsetzen, haben wir auch schon gemacht, und somit hat man dann noch mal ein zusätzliches Volk. Ich möchte mit euch jetzt
einmal zusammen an die Völker gehen. Dann will ich euch zeigen, welche Brutwaben wir entnehmen aus den jeweiligen Völkern für die oder für den Sammelbrutableger. In diesen Sammelbrutableger mit integrierter Königinzucht kommen verdeckelte Brutwaben rein. Es kommt eine Futterwabe rein und es kommt eine fette Pollenwabe rein. Diese Pollenwabe ist für den Sammelbrutableger mit integrierter Königinzucht wichtig, weil die Bienen, die Jungbienen, die schlüpfen und später dann die Zellen von den Königinnen betreuen, sage ich jetzt mal, auch genügend mit Gelee Royal, verdammt schweres Wort, befüllen können. Wir werden jetzt zusammen an die Völker gehen und ich werde euch zeigen, welche Waben ich für den Sammelbrutableger verwende. Wie ich ja eben schon erwähnt hatte, spielt es keine Rolle, welches Beutenmaß ihr habt. Ich habe jetzt hier schon einmal den Kasten mit Mittelwänden parat gestellt. Wir werden jetzt zusammen ans Bienenvolk gehen und uns schöne Waben aus den Völkern raussuchen, die dann in diesen Sammelbrutableger reinkommen. Dazu öffne ich jetzt die Beute, nehme eben einmal den Honigraum ab, bis ich dann unten ans Brutnest angelangt bin und schaue mir dann jede einzelne Wabe an und tue sie dann in den Sammelbrutableger rein. Das machen wir jetzt zusammen. Am untersten Brutraum angelangt, nehme ich jetzt eben einmal das Absperrgitter einmal ab. Guck natürlich darauf, dass hier keine Königin drauf rumläuft. Pack das Absperrgitter eben einmal zur Seite und werde mir jetzt Brutwabe für Brutwabe eben einmal angucken. Dann nehme ich erst einmal die Randwabe eben einmal kurz raus. Das dürfte wahrscheinlich eine Futterwabe sein. Ja, das ist eine Futterwabe. Die kommt erstmal einmal an die Seite. Die kommt dann später wieder ins Bienenvolk rein. Und dann arbeite ich mich einmal systematisch durch das Bienenvolk einmal durch und gucke, welche Waben sind für den Sammelbrutableger geeignet. Wie ich ja eben schon sagte, eine Futterwabe muss mit rein. Diese Wabe eignet sich sehr gut. Hier ist frischer Nektar eingetragen. Die kommt jetzt in den Sammelbrutableger rein. Ihr seht ja, das Volk ist pickepacke voll. Würde mich nicht wundern, wenn hier vielleicht eventuell schon Schwarmzellen zu sehen sind oder zu finden sind. Durch diese Variante ist natürlich gegeben, dass das Volk halt nicht schwärmt durch den Sammelbrutableger. Jetzt gucke ich mir jede einzelne Wabe einmal an. Wie ich ja vorhin schon erwähnt hatte, ist es wichtig, dass man verdeckelte Brut nimmt. Dafür arbeiten wir uns eben einmal ans Brutnest. Wir machen das meistens so, dass wir ein, zwei Waben aus den einzelnen Völkern dafür entnehmen. Diese Wabe sieht schon mal ganz gut aus. Hier ist ein Spielnäpfchen, da gucke ich immer mal rein, da ist noch nichts. Gucken wir uns aber eben noch mal einmal die nächsten Waben an. Das wäre jetzt eine Wabe, die für den Sammelbrutableger nicht geeignet wäre. Hier sind viele Jungbienen schon geschlüpft. Wenig verdeckelte Brut auf beiden Seiten. Die wandert wieder ins Volk rein. Diese Wabe würde ich jetzt in den Sammelbrutableger reingeben. Hier sind viele Larven, die demnächst verdeckelt werden. Viele Brut, die schon verdeckelt ist. Jetzt gucke ich bei dieser Wabe, dass die Königin nicht drauf ist. Wie ich ja vorhin schon erwähnt hatte, ist es natürlich kontraproduktiv, wenn man die Königin mit in den Sammelbrutableger hier auch reinsetzt. Da wollen wir eben einmal schauen, dass sie hier nicht drauf sitzt. Nein, hier ist sie nicht drauf. Diese Wabe wandert jetzt in den Sammelbrutableger. Dann wollen wir uns von diesem Volk noch eine Wabe nehmen. Schauen wir uns mal die nächste Wabe an. Diese Wabe ist auch ideal, um den Sammelbrutableger zu erweitern. Jetzt gucke ich auch hier einmal drauf, dass hier nicht die Königin drauf rumläuft. Nein, der Königin ist nicht drauf. Dann geht diese Wabe auch in den Sammelbrutableger. Diese Methode, was ich euch jetzt eben gerade gezeigt habe, mache ich jetzt bei den anderen Völkern auch. Und wir
sehen uns dann gleich wieder, wenn ich den Sammelbrutableger voll habe. Dann zeige ich euch einmal das Ergebnis von der Entnahme der einzelnen Völker und erkläre euch noch mal ein bisschen was. So, ich habe jetzt aus allen Völkern, die, ja, ich sag mal so, Schwarmstimmung hatten, beziehungsweise eine Neigung an Schwarmstimmung, da habe ich jetzt Brutwaben entnommen. Ich zeige euch das mal eben. Und zwar habe ich insgesamt 2, 4, 6, 7, 8, 9 Brutwaben aus den Völkern rausgeholt. Ich habe eine Futterwabe und eine Pollenwabe mit zugehängt. Eine komplette Pollenwabe links und rechts, komplett voll mit Pollen. Dann habe ich hier in der Mitte für unsere integrierte Königinzucht ein Riemchen reingesetzt, wo später dann nach 9 Tagen der Zuchtrahmen reinkommt. Hier habe ich einfach nur nochmal ein zusätzliches Leerriemchen reingetan, damit das beim Transport nicht wackelt. Im Endeffekt ist es ganz einfach. Ihr habt es ja jetzt gesehen anhand von den Volk, wonach wir gucken, wie wir unsere Sammelbrutableger bilden. Jetzt sind hier aus 6 verschiedenen Völkern Brutwaben drin. Die werden jetzt nach Hause zum Heimstand gefahren. Natürlich das Flugloch verschlossen. Wenn ihr, ganz wichtig, wenn ihr eine integrierte Königinzucht machen möchtet, setzt hier vorne, wenn ihr zu Hause angekommen seid, ein Absperrgitter vor. Damit keine Königin aus anderen Völkern oder Schwärme in diesen Kasten einziehen kann. Weil dann ist die ganze Arbeit für umsonst. Ich verschließe jetzt mal eben einmal den Kasten und dann werde ich den mal aufladen. Und dann sehen wir uns mal zum Fazit. Ja, ihr habt ja gesehen, wie einfach es ist, so einen Sammelbrutableger zu bilden. Wie ich ja eben schon gesagt hatte, wir bringen jetzt den Sammelbrutableger zu unserem Heimstand. Da kommt gleich das Absperrgitter dann drauf. Und dann kann die Königinzucht oder Königinvermehrung auch losgehen. Ja, meine Lieben. Wenn euch dieses Video gefallen hat, na, ihr kennt das Spiel, gerne den Daumen nach oben, gerne kommentieren, wenn ihr Fragen und Anregungen habt. Und sonst würde ich einfach sagen, bis zum nächsten Video. Ich habe noch einen Stand vor mir, da stehen noch Völker. So langsam wird es dunkel, dann wird es auch ein bisschen ungemütlich an den Bienen. Deswegen muss ich mich ein bisschen sputen. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen angenehmen Tag, Nacht, je nachdem, wann ihr dieses Video seht. Bis zum nächsten Video, euer Bienenliebe-Team. Ciao, ciao.